Neben dem modernen Schwerpunkt Akutgeriatrie und Remobilisation bezieht sich eines der Leistungsangebote des Spitals auf die internistische Vollversorgung mit rheumatologischem Zentrum. Von den Personalzahlen ist es so, dass wir von den Patienten her mittlerweile 2008 4000 Patientenkontakte ambulant hatten, die bei uns betreut werden, beziehungsweise auch 400 stationäre Patienten gehabt haben, die an einer rheumatologischen Grunderkrankung leiden. Das sind zum Großteil Polyarthritis-Patienten, aber auch Patienten, die an einer Kollagenose leiden oder an einer systemischen Sarkoidose. Wir haben im Haus verschiedene Möglichkeiten, die Patienten abzuklären und zu betreuen. Das ist nicht nur die spezifische Basistherapie, die die Patienten bekommen, sondern auch eine spezifische rheumatologische Schmerztherapie. Wir haben die Möglichkeit einer Ultraschalluntersuchung direkt am Patienten mit einem eigenen Ultraschallgerät und machen darüber hinaus dann auch Punktionen, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch, eben auch Ultraschall gezielt. Arbeiten eng mit speziell ausgebildeten Radiologen auch im Haus zusammen, die uns die Röntgenbilder auch befunden, beziehungsweise können wir eben die Patienten auch stationär betreuen und stationär aufnehmen. Durch Investitionen in Höhe von 5 Millionen Euro und der Setzung neuer Schwerpunkte soll der Krankenhausstandort Mürzzuschlag als Gesundheitszentrum für die Bewohner des oberen Mürztales gestärkt und aufgewertet werden. Also Rheumatologie betrifft eher das orthopädische Teil, was zur Rheumatologie gehört. Sprich, die Leute, die Probleme haben mit Gelenkseinschränkungen, sehr viele Schulterpatienten, sehr viele Wirbelsäulepatienten. Wobei wir probieren, also durch gezielte Bewegung zu sorgen, dass die Patienten wieder normal bewegen können oder dass es sich nicht verschlechtert von der Problematik her. Für die Rheumatologie merkt man, dass auch sehr viele Leute speziell für die Rheuma hier hinüberkommen und da das gesamte Paket eigentlich haben möchte, also nicht nur Medikamente verschrieben und weitere Sachen, aber auch Tipps für den Alltag und zum Beispiel auch Übungen für zu Hause, damit sie selbst auch an ihrer eigenen Gesundheit arbeiten können. Besonderes Augenmerk gelegt wird im Mürzer Krankenhaus auf eine gute medizinische, pflegerische und therapeutische Versorgung der Patienten. Wie schaut Ihr Tätigkeitsbereich in der Rheumatologie aus? In der Rheumatologie ist die Ergotherapie eben für Schienenanpassung zuständig, für Gelenkschutzberatung und auch für funktionelle Übungen. Und vor allem, da machen wir vor allem ein Heimübungsprogramm, das heißt, dass die Patienten zu Hause eigenverantwortlich auch etwas tun müssen, damit ein gewisser Erfolg gegeben ist. Mit der Entwicklung des Rheumaschwerpunktes in der internen Abteilung des LKH Mürzzuschlag Mariazell wird dem hohen Standard in der modernen Medizin qualitätsvoll Rechnung getragen.